Ja, dann darf ich Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich begrüßen in dieser doch ungewöhnlichen Veranstaltung der Akademie am Dom. Ungewöhnlich, weil sie extrem kurzfristig angesetzt ist. Sie war, also wurde am Montag, Entschuldigung, am Montag, Nachmittag bekannt gegeben und wir hatten gestern schon 100 Anmeldungen. Also das gab es noch nie, so eine große Nachfrage. Das Zweite, das ungewöhnlich ist und das hoffentlich auch bleiben wird, dass nicht nur Personen aus Wien dabei sind, sondern auch Personen aus ganz Österreich, die im Fernkurs, den theologischen Kursen verbunden sind. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil dieser Online-Veranstaltungen. Ja, ich darf mit dem Referenten des Abends beginnen, möchte ihn vorstellen, Mohanad Khurshid. Wir haben vorher schon ein bisschen geplaudert, die schon früher drinnen waren, haben es gehört. Üblicherweise sagt er erstens nicht alle Dinge zu und schon gar nicht so kurzfristige, aber weil er sich, wie er sagt, bei den theologischen Kursen zu Hause fühlt, hat er sofort diesen Termin übernommen. Zu Hause fühlt er sich deswegen, weil er ja lange Zeit in Wien gewirkt hat und auch von 2009 oder 2006 an auch hier Veranstaltungen gehalten hat bei den theologischen Kursen. Also er ist den Kursen verbunden bis heute. Er ist auch seit 2017 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Akademie am Dom, aufgrund der Distanz, der räumlichen Distanz korrespondierend, aber für uns ein wertvoller Berater. Seit 2012 ist er Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Münster. Vorher eben in Wien, an der Universität Wien für Religionspädagogik und auch in einem privaten Studiengang für islamische Religion an Pflichtschulen tätig. Er ist Autor viel beachteter und insbesondere auch im muslimischen Kontext kontrovers diskutierter Bücher. Er ist ein vielgefragter Gesprächspartner im interreligiösen Dialog und Träger des Toleranzringes der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste seit 2019. Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte sind Islam in Europa, islamischer Religionsunterricht sowie Islam und Aufklärung. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde oder sagen wir, 10 Minuten Titel seiner Bücher referieren. Das will ich nicht. Ich möchte nur sagen, dass bei Herder dass Mohanad Khurshid einen 17-bändigen historisch-kritischen Koran-Kommentar bei Herder herausgibt. Das ist etwas Einmaliges, Erstmaliges. Und vielleicht drei Titel von Büchern: Islam ist Barmherzigkeit, Grundzüge einer modernen Religion 2012, Scharia, der missverstandene Gott, der Weg zu einer modernen islamischen Ethik 2013 und zuletzt Gottes falsche Anwälte. Der Verrat am Islam 2020. Sie können sich vorstellen, wenn man solche Titel veröffentlicht und entsprechende Inhalte veröffentlicht, macht man sich in der islamischen Community nicht nur beliebt. Zum Thema heute. Der unmittelbare Anlass ist natürlich oder war der Terroranschlag vom 2. November. Zwei Begriffe sind in der öffentlichen Diskussion in den letzten Monaten, also nicht erst seit dem 2.11. Gegeben. Das ist der Dschihadismus, Terrorismus auf der einen Seite und der politische Islam auf der anderen Seite. Der Terrorismus ist akut geworden. Ich möchte da eine Rede von Bundeskanzler Kurz zitieren, vom 3. November, unmittelbar nach den Anschlägen, wo er, wie ich meine, den Punkt wirklich getroffen hat. Er sagte, unser Feind sind niemals alle Angehörigen einer Religion. Unser Feind, das sind niemals alle Menschen aus einem bestimmten Land. Nein, unser Feind, das sind Extremisten und Terroristen. Es muss allen bewusst sein, es muss uns allen bewusst sein, dass dieser Anschlag keine Auseinandersetzung von Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Nein, es ist ein Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei.
Das ist eben, glaube ich, ganz, ganz wichtig festzuhalten. Zugleich ist der Begriff politischer Islam ein starkes Thema in der österreichischen Öffentlichkeit, in der Politik. Und der Begriff ist vielleicht schwieriger zu fassen als der Begriff Dschihadismus, Terrorismus. Es gibt seit September 2020 die neue Dokumentationsstelle Politischer Islam. Sie, Herr Khurshid, leiten dort den wissenschaftlichen Beirat und Sie werden also in der Tageszeitung Der Standard im Juli 2020 zitiert mit dem Satz: Politischer Islam ist viel gefährlicher als Dschihadismus. Ich denke, da tritt eine Spannung zutage, die nach Begriffsklärungen schreit. Und die haben wir heute vor. Dschihadismus, Islamismus, politischer Islam und so weiter, Begriffsklärungen. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen und auf das anschließende Gespräch. Ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber Herr Lesacher. Ich freue mich sehr, es ehrt mich auch sehr, hier zumindest so virtuell dabei sein zu dürfen. Auch vielen Dank auch, verehrte Damen und Herren, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch so kurzfristig, auch dass wir hoffentlich auch nachher ins Gespräch kommen. Wir sind so, oder wir haben vereinbart, dass ich etwa 45 Minuten zu Ihnen reden werde. Und dann haben wir hoffentlich genug Zeit, um in die Diskussion zu kommen. Ich werde einen Abriss machen zuerst so ganz schnell, weil bevor wir jetzt zu der aktuellen Lage und gerade das, was vielleicht viele auch interessiert, politischer Islam, was ist politischer Islam, was soll diese Dokumentationsstelle für den politischen Islam leisten, was war das vorige Woche in Wien? Wir haben den Begriff auch Muslimbrüderschaft gehört und was ist das alles und ist das doch gefährlich oder nicht gefährlich oder es gibt so viele kontroverse Diskussionen. Also ich komme gleich dazu, aber ich denke, ist es wichtig, zuerst ein paar Grundlagen zu haben, gerade auch aus den Quellen des Islams. Denn die Frage ist, die viele stellen, ist die Gewalt oder ist Dschihad im Sinne von Gewalt gegen Nichtmuslime oder Gewalt als Mittel der Mission, ist das jetzt koranisch belegt? Ist das, also gibt uns der Koran oder veranlasst uns der Koran, Gewalt im Namen des Islams zu legitimieren? Diese Frage ist nicht mit Ja oder Nein zu beantworten, denn, und das gilt für alle heiligen Schriften, es hängt immer von der jeweiligen Lesart ab. Wie interpretieren wir den Koran? Wie schauen wir auf den Koran? Was verstehen wir unter Offenbarung? Und das ist also der Schlüssel, um heute auch Gewaltstellen in den heiligen Schriften, also ich rede jetzt über den Koran, Gewaltstellen im Koran zu entschärfen. Wenn wir es schaffen, den Koran in seinem historischen Kontext zu verorten, das ist meine These und das ist auch mein Zugang zum Koran. Ich lese ihn nicht literalistisch, also nicht wortwörtlich und versuche den Wortlaut ins Hier und Heute zu übertragen, sondern im historischen Kontext zu verorten und dort zu verstehen, zu wem sprach der Koran damals, oder der Verkündigung, oder der Verkünder des Korans, der Prophet Mohammed, zu wem sprach er, in welcher Situation, unter welchen Umständen. Das heißt, wir unterscheiden zwischen zwei Arten oder zwei Zugänge zum Koran, zwei Verständnisse von Offenbarung. Also vereinfacht jetzt sage ich, der eine Zugang ist ein monologischer Zugang des Verständnisses von Offenbarung und das andere ist ein dialogischer. Der monologische Zugang bedeutet, wenn ich den Koran einfach als Monolog Gottes verstehe, in der Ewigkeit, für die Ewigkeit, unabhängig vom historischen Kontext. Und deshalb ist es kein Dialog, sondern ein Monolog. Diejenigen, die das vertreten oder diese Sicht des Korans vertreten, die meinen, Gott hat in der Ewigkeit, für die Ewigkeit gesprochen, deshalb dürfen wir nichts relativieren und wir müssen den Koran so nehmen und versuchen, so umzusetzen in der Praxis, so wie der Wortlaut, also wie es im Wortlaut drinnen steht.
das, also diejenigen, die das so lesen, die lehnen jegliche Relativierung ab. Sie lehnen auch moderne Lesarten des Korans ab. Sie lehnen historisch-kritische Auseinandersetzung mit dem Koran ab, weil sie davon ausgehen, dass der historische Kontext keine Rolle spielt, keine konstitutive Rolle spielt. Entschuldigung. Der historische Kontext spielt keine konstitutive Rolle, wie der Koran, also was wir im Koran lesen, weil es sich, wie gesagt, nur um einen Monolog handelt. Entschuldigung. Der dialogische Zugang hingegen, der geht davon aus, dass der Koran eine Art Kommunikation ist oder ein Ergebnis einer Kommunikation. Gläubige Muslime gehen davon aus, dass diese Kommunikation zwischen dem Unbedingten und dem Bedingten, zwischen dem Göttlichen und den Menschen stattgefunden hat, vermittelt durch den Propheten Mohammed. Also es geht auf Gott zurück, aber es ist kein Monolog, den Gott hielt, sondern es gibt Debatten, es gibt eine diskursive Auseinandersetzung, auch im Koran selbst, und deshalb ist das diskursiv offenbart, und deshalb ist der historische Kontext, die Lebenswirklichkeit der Menschen im 7. Jahrhundert in Mekka, in Medina, konstitutiv für die koranische Rede. Und deshalb müssen wir heute, um den Koran verstehen zu können, versuchen, den historischen Kontext mit zu berücksichtigen und die Frage zu stellen, an wen richtet sich, in welcher Situation, unter welchen Rahmenbedingungen der Koran seine Rede in diesem Vers oder in jenem Vers. Und deshalb stellen wir auch im Koran fest, dass es unterschiedliche Gattungen gibt, also Textgattungen, unterschiedliche Positionen auch zum selben Thema. Also wenn Sie jetzt mich fragen, wie verhält sich der Koran zu Nicht-Muslimen? Es gibt keine einheitliche Antwort, sondern je nach Situation, war es eine kriegerische, dann gibt es, ist der Ton entsprechend im Koran, war das eine eher friedliche, je nachdem, also in welcher Situation was gesagt wurde, ändert sich ja auch die Aussage oder die jeweilige Position innerhalb des Korans, und deshalb gibt es eine Bandbreite an Positionen. Und um das alles zu verstehen, damit man nicht selektiv vorgeht und sagt, ich nehme mir diese Position, weil ich gerade diese für mich sympathisch finde und der andere nimmt die andere Position, und somit öffnen wir den Koran für Beliebigkeit und jeder holt sich das, was er will, müssen wir den historischen Kontext berücksichtigen. Und das gilt gerade für so ein heikles Thema wie Thema Gewalt im Koran, das Thema Dschihad. Ich sage nur ein paar Sätze dazu, damit wir schnell in die aktuelle Diskussion hineinkommen. Wir unterscheiden zwischen zwei Phasen, vielleicht wissen das die meisten von Ihnen, wenn wir den Koran erforschen, wir unterscheiden zwischen einer mekkanischen Phase und einer medinensischen Phase. Der Prophet Mohammed nach der islamischen Tradition ist 570 geboren, also im Jahre 570. Er hat angefangen mit der Verkündigung im Jahre 610. Er hat zuerst in Mekka verkündet, etwa 12 bis 13 Jahre bis 622, und dann ist ausgewandert nach Medina. Und das, was nach der Auswanderung verkündet wurde im Koran, bezeichnen wir als den medinensischen Koran, Koran in Medina, und was davor ist der mekkanische Koran. Zum Thema Gewalt. Wir stellen fest, dass das Wort oder der Begriff Dschihad, das, was heute auch verwendet wird im Sinne des Kampfes, der Wort Dschihad kommt in der mekkanischen Phase vor, obwohl dort keine Kriege stattgefunden haben. Also die Kriege haben angefangen erst etwa im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Propheten nach Medina. Davor gab es keine kriegerische oder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern Mohammeds und den Mekkanern. Und dennoch finden wir den Begriff Dschihad, der im Koran, im mekkanischen Koran vorkommt. Exemplarisch habe ich mir hier ein paar, also wenn jemand interessiert ist, Passuren notiert, Sure 16, Vers 110, Sure 29, Vers 6, auch Sure 29, Vers 69, Sure 25, Vers 51 und 52, da ist die Rede von Dschihad. Allerdings nicht
im Sinne der Gewalt oder des Krieges, sondern Dschihad, wie er in der mechanischen Periode verstanden wurde, war eher in einer im ethischen Sinne, im Sinne der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das ist die ursprüngliche Bedeutung von Dschihad. Das ist ein arabisches Wort, bedeutet sich anstrengen, das Beste von sich geben. Und so hat man am Anfang den Begriff verstanden, im Sinne von der Auseinandersetzung mit sich selbst, also das Böse in sich zu besiegen, sich selbst zu läutern, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst in den Spiegel zu halten und so weiter. Das hat man verstanden in der mechanischen Phase unter Dschihad. Das ist die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Dschihad. Wie gesagt, erst 2 Jahre nach der Auswanderung Mohammeds nach Medina wurde ein Vers offenbart. Ich lese Ihnen diesen Vers vor in der Übersetzung. Das ist der Vers aus der Sure 22, Vers 39 und der Vers 40, also diese beiden Verse, waren die ersten Verse, die den Muslimen erlaubt haben, sich mit Mitteln der Gewalt zu verteidigen, also mit Mitteln des Krieges. Vorher war es den Muslimen untersagt, auch wenn sie angegriffen wurden. Da heißt das hier 22, also Sure 22, Vers 39, diejenigen, die bekämpft werden, ist die Erlaubnis zum Kämpfen erteilt worden, weil ihnen vorher Unrecht geschehen ist. Gott hat die Macht, ihnen zu helfen. Ihnen, die unberechtigterweise aus ihren Wohnungen vertrieben worden sind, nur weil sie sagen, unser Herr ist Gott. Sie merken hier also von dem Kontext, also von dem Text selbst, worum es geht. Es geht um Menschen, die vertrieben wurden, denen Unrecht getan wurde. Also offensichtlich Menschen, die selbst angegriffen werden. Und hier sagt der Vers hier, es wird ihnen erlaubt, sich zu verteidigen mit Mitteln des Kampfes. Danach gab es ja einige militärische Auseinandersetzungen, die der Koran auch dokumentiert. Jetzt kommt es, wie gesagt, darauf an, ob man das im historischen Kontext verortet oder einfach also als ahistorisch, unabhängig von der jeweiligen Situation, auch von der kriegerischen Auseinandersetzung, als Imperativ an Muslime zu jeder Zeit, auf jedem Ort, sie sollen einfach gegen andere kämpfen. Ich gebe Ihnen, also das vielleicht eines der provokantesten Beispiele im Koran, das wird sehr oft zitiert, sehr oft auch falsch wiedergegeben von manchen Muslimen, wie auch von Nicht-Muslimen, manchen Nicht-Muslimen. Und da handelt es sich um der zweiten Sure, Sure 2, Vers 191. Es wird sehr oft wiedergegeben, kämpft oder tötet Ungläubige, wo immer ihr sie findet. 191 der zweiten Sure. Wenn wir hier genauer hinschauen, dann stellen wir Folgendes fest. In 190, der Vers davor, heißt es, und kämpft um Gottes Willen gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Also offensichtlich handelt es sich hier um eine Kampfszene, um eine kriegerische Auseinandersetzung. Und dann geht es weiter, heißt es, aber begeht keine Übertretung, Gott liebt die nicht, die Übertretungen begehen. In Vers 192, also der Vers danach, nach 191, heißt es, wenn sie jedoch aufhören, so ist Gott barmherzig und bereit zu vergeben. Wenn sie aufhören, also nicht wenn sie Muslime werden, sondern aufhören, euch zu bekriegen, dann wird an die Barmherzigkeit Gottes und an die Vergebung erinnert. Ich will nur damit sagen, wenn man den Koran, das ist ja meine These, ich habe es an mehreren Stellen, mehreren Büchern auch ausgeführt, jetzt mache ich das nicht wegen der Zeit, weil das ist nicht primär unser Thema. Nur meine These ist, wenn man den Koran im historischen Kontext verortet, dann stellt man fest, und auch wenn man die Verse nicht einfach so selektiv rausnimmt, sondern was davor und was danach ist, berücksichtigt, dann stellt man fest, dass aus dem Kontext selbst es sich offensichtlich um kriegerische Auseinandersetzungen geht, die der Koran hier kommentiert oder den Muslimen sagt, jetzt verteidigt euch, aber übertreibt nicht und so weiter.
Aber es geht nicht, und das ist wichtig, der Punkt, es geht nicht um Gewalt als Mittel der Mission. Also tötet Menschen, bis sie jetzt zum Islam konvertiert sind, oder dass der Prophet jetzt Menschen bekriegt, bis sie Muslime werden. Innerhalb der islamischen Exegese, also damit, also ich möchte nichts schönreden und sagen, ja, so ist das und so sehen alle Gelehrte das und das ist so in der islamischen Theologie, dass Dschihad nur ein Begriff für die Verteidigung ist. So haben es nicht alle Gelehrte gesehen. Es gibt Gelehrte, und das waren auch zugegebenermaßen auch nicht wenige, die das anders gesehen haben. Die sehen im Koran eine gewisse Entwicklung und die sagen, ja, in Mekka war das untersagt, weil die Muslime noch schwach waren, nicht bereit sind für den Krieg, und später war der Krieg nur als eine Handlung der Verteidigung, aber dann später war der Krieg erlaubt als Mittel der Mission. Das werden sie in den exegetischen Werken finden, die 200-300 Jahre nach der Verkündigung des Korans geschrieben wurden. Das ist eine Interpretation von Gelehrten, die das einfach so geschrieben haben. Auf solche Interpretationen rekrutieren manche Extremisten heute, also gewaltbereite Dschihadisten, die sagen, ja, es gibt Exegeten, die dies und jenes gesagt haben. Die gesagt haben, ja, Gewalt ist ein legitimes Mittel zur Mission. Was ich nur damit sagen will, man muss sich heute kritisch mit diesen Positionen auseinandersetzen. Es ist zu oberflächlich zu sagen, der Islam hat nichts mit Gewalt zu tun, während wir bei einigen Positionen innerhalb der Theologie nachlesen können, dass sie doch Gewalt als Mittel der Mission vorgesehen haben. Das ist ein Fakt. Die Bücher sind da, werden gelesen, auch von Extremisten. Deshalb reicht es nicht einfach, jetzt apologetisch zu sagen, nein, nein, wir haben nichts mit Gewalt zu tun, sondern man muss sich der Frage stellen und sagen, okay, in bestimmten historischen Kontexten haben bestimmte Exegeten oder Gelehrte diese Verse oder den Koran auf diese einen oder anderen Art und Weise ausgelegt. Und wie wollen wir den Koran heute auslegen? Und wir brauchen dann neue exegetische Werke, die ganz klar den Koran im historischen Kontext verorten. Ich gebe auch zu, dass das auch innerislamisch noch eine Herausforderung ist. Es gibt immer mehr Schulen, die entstehen in den letzten 20, 30 Jahren. Ich meine, schon ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es immer mehr Schulen in der Exegese, in der Theologie, die den Koran im historischen Kontext verorten, die bereit sind, den Koran nicht literalistisch zu lesen, sondern den ganzen Kontext zu berücksichtigen und entsprechend Gewaltstellen, aber auch andere wie patriarchalische Aussagen im Koran nicht einfach wortwörtlich ins Heute und Hier zu übertragen zu wollen, sondern sie im historischen Kontext zu verorten und entsprechend diese Aussagen zu relativieren. Es gibt andere Schulen, die meinen, dass dieses Relativieren gleich so eine Verfälschung des Korans. Ich würde mir wünschen, innerislamisch, dass man viel stärker diese Themen anspricht und kommuniziert, auch sachlich, also nicht nur emotional zu sagen, wir wollen keine Gewalt und wir haben nichts mit Gewalt zu tun, weil die Lücken, die geschlossen werden von den Extremisten, sind die Antworten, die manche junge Menschen haben, wenn sie den Koran in der Hand nehmen, aufschlagen und solche Verse lesen, tötet oder dies oder jenes. Und vor allem, es gibt ja auch eine, ich will nicht auf viele Details eingehen, aber es gibt auch in der Exegese eine Tradition der Abrogation, also dass spätere Verse die früheren abschaffen. Das ist ein Konstrukt aus dem 9. Jahrhundert, also etwa 200 Jahre nach dem Tod des Propheten, Konstrukt mancher Gelehrte, um zu erklären, wieso gibt es widersprüchliche Aussagen im Koran. Wieso sagt Gott mal das und mal jenes, mal friedliche Verse, mal Gewalt, also Verse, die von Gewalt sprechen. Statt, dass man mit einem historischen Bewusstsein zu sagen, in dieser Situation hat der Koran das gesagt, in der anderen Situation hat er etwas anders gesagt, weil die Rahmenbedingungen andere waren oder die Lösung des Problems anders war oder was immer, es hat anders ausgesehen. Statt dieses historische Bewusstsein zu haben,
hat man versucht, den Koran linear zu lesen, so in einer Entwicklung. Und da kam dieses Modell oder diese These der Abrogation, spätere Verse heben frühere Verse ab. Und dann gibt es dort, wo in späteren Versen Gewalt angesprochen, dann meinen manche, ja, das hebt alles andere auf, was mit Frieden zu tun hat, weil die späteren von Gewalt sprechen. Das ist nicht meine Lesart des Korans, weil ich den Koran nicht linear lese, sondern situativ im historischen Kontext, je nach Situation, je nach Adressaten, mit wem spricht er gerade. Und deshalb gibt es unterschiedliche Aussagen und entsprechend müssen wir den Koran verstehen. Aber das muss innerislamisch, wie gesagt, stärker thematisiert, auch in den Moscheegemeinden, sodass ein junger Mensch, der überzeugt ist, ja, meine Religion ist friedlich, nicht gewalttätig, aber sobald er dann den Koran in der Hand hat, nimmt und dann liest er Verse, die ihn etwas irritieren, und dann fragt er sich, wie kann ich die am besten verstehen? Und dann, wenn er keine plausible Antwort bekommt und nicht das Werkzeug vor allem in der Hand bekommt, wie gehe ich damit um? Hermeneutische Methoden, es muss nicht nur historisch-kritische Methode, auch andere Methoden des Umgangs mit dem Koran, des authentischen Umgangs mit dem Koran, nicht des apologetischen. Ich will nichts von patriarchalischen Stellen im Koran finden oder ich verdränge sie oder ich verdränge Gewaltstellen, sondern wirklich ein Werkzeug in der Hand, um wirklich zu wissen, wie gehe ich damit um. Das bezieht sich genauso auf die Frage des Umgangs mit Nicht-Muslimen. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Ich kann nicht irgendeine Stelle rausnehmen aus dem Koran und meinen, ja, Nicht-Muslimen gehen wir so oder so um, weil dieser Vers dies oder jenes sagt, sondern wir müssen alles im historischen Kontext verorten, was uns dann erlauben wird, heute also nicht beim Wortlaut zu bleiben, sondern das würde uns heute erlauben, auch den Koran fortzudenken und die Frage an uns zu stellen, was würde uns das heute sagen wollen? Also wenn Gott heute zu den Menschen sprechen würde, was würde er uns heute sagen? Das ist ein zentraler Punkt. Aber ich lasse das, was mit Exegese, mit Koranlesarten zu tun. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja, aber Moment, also wir hören ja immer wieder, dass diese Anhänger des IS, diese jungen Menschen, die zum IS gehen oder die sich radikalisieren, junge Menschen, die fast religiös Analphabeten sind, wie Peter Neumann sagte, Forscher dieser Szene oder andere. Religiös Analphabeten, also viel vom Koran verstehen sie nicht und viele lesen in Koran für Anfänger und so weiter, um überhaupt irgendwas zu verstehen. Ja, das stimmt auch großteils, dass sie wirklich keine Ahnung haben. Aber das reicht nicht, um zu sagen, oh, der Islam hat nichts damit zu tun. Weil entscheidend ist nicht, was die jetzt im Koran lesen, ob die jetzt direkt im Koran lesen oder nicht, sondern der gesamte Diskurs. Der gesamte Diskurs spielt eine Rolle. Wenn der gesamte Diskurs oder der gesamte theologische Diskurs, was man so mitbekommt, ja, ein Muslim ist ein besserer als ein Nicht-Muslim. Im Himmel gibt es nur Platz für Muslime. Gott ist nur barmherzig am jüngsten Tag nur mit Muslimen. Für alle anderen gibt es Gewalt im Jenseits. Es gibt eine Hölle für die Ewigkeit. Also ein gewalttätiges Gottesbild. Das prägt den Diskurs unter Religiösen wie Nicht-Religiösen. Also von welchem Gottesbild sprechen wir hier? Von welchem Menschenbild ist die Religionszugehörigkeit ein Kriterium, das entscheidet, wer besser ist und wer weniger besser ist? Es geht bis hin, dass man hört, auch ist auch, leider muss man das offen selbstkritisch sein, in der Theologie, das hören ja junge Menschen auch, wenn Nicht-Muslime in der Moschee gehen, habe ich selbst so oft erlebt, dass wenn Nicht-Muslime die Moschee besuchen, dass dann manche in Panik geraten, seine versteckte Moschee, die Korane, weil ein Nicht-Muslim den Koran nicht berühren darf, weil ein Nicht-Muslim unrein sei. Ein Nicht-Muslim darf nicht nach Mekka, darf nicht nach Medina. Das ist Teil der Theologie, das ist keine Islamkritiker oder Islamhasser, die das sagen, sondern das ist mitten in der islamischen Theologie. Solche Aussagen, die entscheiden über den gesamten Diskurs. Wie schaut man auf Nicht-Muslime? Schaut man auf Augenhöhe oder schaut man ein Stück herab auf Nicht-Muslime? Diese Themen müssen in der islamisch diskutiert werden. Es reicht nicht zu sagen, ja,
wir glauben an Pluralität und an Vielfalt und begegnen uns im Dialog und all diese schönen Sätze, die auch wichtig sind. Aber es reicht nicht dabei zu bleiben, sondern wir müssen auch das alles mit authentischen theologischen Grundlagen begründen, sodass junge Menschen, ob sie religiös interessiert oder nicht, aber der gesamte religiöse Diskurs, was sie so beiläufig mitbekommen, was sie mitkriegen, was sie hören über Verhältnis zu Nicht-Muslimen, sollte eben würdigend sein für Nicht-Muslime, indem auch diese Fragen angesprochen werden, Verhältnis zu Nicht-Muslimen. Ich lasse jetzt dieser theologische Diskurs und komme langsam so voran ins 20. Jahrhundert, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Im 20. Jahrhundert, wie Sie wissen, am Anfang gab es zu Anfang des 20. Jahrhunderts, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, gab es ja auch also mehrere Bewegungen, Wandlungen, besser gesagt, innerhalb der islamischen Welt. Das Wichtigste war das Abschaffen des Kalifats in etwa 1923, im Jahre 1923 durch Atatürk, der das Kalifat abgeschafft hat. In dieser Zeit, wo das Kalifat oder als konsequent, wo das Kalifat abgeschafft wurde, da entstand ein gewisses Vakuum, auch ein Identitätsvakuum. Was sind wir jetzt? Wir hatten das Kalifat, das war alles islamisch. Jetzt kommt etwas restriktives, säkulares Modell, jetzt fast von oben so aufgesetzt, so von Atatürk. Und das war ein günstiges Moment für das Entstehen von den ersten, wie immer man sie nennt, ich nenne sie jetzt islamistischen Bewegungen, vor allem in Ägypten in den 20er Jahren, etwa 1927 die gegründete Muslimbrüderschaft von Hassan al-Banna. Hassan al-Banna hat diese Bewegung gegründet, war eher eine antikoloniale Bewegung, eine Bewegung, die dazu gerufen hat, ich sage es jetzt nur in Stichworten, nur wegen der Zeit, weil es auch nicht das Thema ist, Muslimbrüderschaft. Aber was für uns wichtig ist, hier zu wissen, dass diese Bewegung, und das war die erste damals, islamistische Bewegung im 20. Jahrhundert, was sie ausmacht, ist, dass sie antikolonialistisch war, und ich lese Ihnen gleich einen kurzen Text von Hassan al-Banna, selbst nur drei Zeilen, die so exemplarisch so verdeutlichen, worum es da geht. Die Kolonialmächte, das waren ja die Europäer damals, also der Westen, wurde als der Westen so pauschal bezeichnet, war das Feindbild dieser Bewegung. Und als Alternative, als Antwort zu diesem Feindbild, also war das Streben nach einem islamischen Staat, nach einer islamischen Grundordnung oder islamischen gesellschaftlichen Ordnung, nach islamischen Normen, nach Scharia. Also das war so das angestrebte oder die angestrebte Alternative zu zum Westen, beziehungsweise auch vom Westen gesetzten Regierungen in vielen islamischen Ländern, so wie zumindest so in der Vorstellung von den Muslimbrüdern. Ich lese Ihnen also nur diese drei Zeilen von Hassan al-Banna, der schreibt, wir erkennen kein, also wir, meinte jetzt diese Bewegung Muslimbruderschaft, wir erkennen kein Regierungssystem an, das nicht seine Regeln und Prinzipien vom Islam ableitet. Bitte aufpassen jetzt, warum ich Ihnen das vorlese, warum ich das vorlese, weil die heutigen Muslimbrüder, sei es jetzt in Ägypten oder in Österreich oder in Deutschland, die lesen diese Bücher. Für sie ist Hassan al-Banna und danach Sayyid Qutb und andere von der Bewegung, deren Schriften werden noch bis heute nachweislich gelesen und die haben ihre normative Gültigkeit und normative Macht
auch. Und deshalb ist es nicht irrelevant. Also wenn ich Ihnen das vorlese, diese 3-4 Zeilen, das lese ich Ihnen nicht nur ein Stück Geschichte, sondern ein Stück Gegenwart auch. Wir erkennen kein Regierungssystem an, das nicht seine Regeln und Prinzipien vom Islam ableitet. Wir anerkennen diese politischen Parteien nicht. Wir erkennen diese traditionellen Systeme nicht an, die uns von den Leuten des Kufr, also des Unglaubens, und den Gegnern des Islams aufgezwungen wurden. Gemeint sind, wie gesagt, die damals arabischen Regierungen, hier bezogen auch auf Ägypten, um danach zu richten und zu handeln. Wir werden nach der Wiederbelebung des Systems der islamischen Justiz, also der Scharia, sagt er, in seiner Gesamtheit streben. Und wir werden so handeln, damit die islamische Regierung auf der Grundlage dieses Systems, des Scharia, etabliert wird. Das sind wunderbare drei Zeilen von Hassan al-Banna, der fasst genau zusammen, worum es eigentlich den Muslimbrüdern geht. Darum geht es. Sie erkennen nicht Regierungen, die nicht islamisch sind, an und streben nach einer islamischen Grundordnung. Und nur das gilt. Natürlich nach einem Islambild, das sie selber auslegen und selber interpretieren. Diese Bewegung im 20. Jahrhundert, wir können sagen, das sind die Anfänge des politischen Islams. Ich komme gleich auf die Begrifflichkeiten, aber das war die Entwicklung, also eine entscheidende Entwicklung, die Begründung der Muslimbruderschaft in Ägypten in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Wir haben parallel eine frühere Entwicklung, die mit dieser jetzt nicht unmittelbar was zu tun hat, aber die wir stark kennen heute. Und diese zwei Bewegungen haben sich erst im 20. Jahrhundert getroffen. Von wem rede ich hier? Vom Wahhabismus. Wir kennen den Wahhabismus in seiner salafistischen Prägung hier. Wir sprechen von Salafismus hier in Deutschland oder in Österreich oder in Europa oder sonst wo. Was ist damit gemeint? Der Wahhabismus heißt Wahhabismus, weil es auf seinen Gründervater zurückgeht. Der heißt Muhammad ibn Abdul Wahhab und deshalb Wahhabismus, also von seinem Namen. Dieser Muhammad ibn Abdul Wahhab, der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Der ist etwa 1792 verstorben. Was hat seine Lehre ausgemacht und warum hat er diesen Erfolg gehabt, den er hatte? In dem politischen Kontext, in dem er gewirkt hat, Mitte des 18. Jahrhunderts, war die Lage für ihn sehr günstig, dass er sich entfalten konnte und seine Lehre entfalten konnte in dem Bereich, was wir heute Saudi-Arabien nennen. Das war noch nicht Saudi-Arabien damals, aber er hat so, also heute, wo die Hauptstadt Riad ist und umherum, also Najd, also in diesem Teil hat er gewirkt, also vor allem in diesem Teil. Hat er gewirkt, also auf jeden Fall im heutigen Saudi-Arabien. Und seine Ideologie war jetzt keine politische, also anders jetzt als die Muslimbruderschaft. Also es war nicht gerichtet gegen irgendwelche Kolonialmächte, nicht gegen Europa, nicht gegen Westen, sondern der hat sich sehr stark interessiert für eine bestimmte dogmatische Auslegung des Islams und beeinflusst von einem Gelehrten aus dem 14. Jahrhundert, Ibn Taymiyyah, der die Welt in Welt des Islams und Welt des Unglaubens oder des Krieges, wie immer man das nennen will, eingeteilt hat. Und für ihn war es wichtig, dass Muslime, also wer zum Islam gehört, sind diejenigen, die sich an diese Dogmen halten. Also wo er sagt, das sind die islamischen Dogmen. Diesem Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und für ihn war sehr zentral eine bestimmte Interpretation der Gotteslehre. Also es ging wirklich um einen theologischen Diskurs, zumindest am Anfang. Nicht um einen politischen, wie bei der Muslimbruderschaft. Es ging nicht um Kampf gegen irgendwelchen Kolonialmächten, wie gesagt, oder Regierungen, sondern es ging um einen Kampf gegen alle anderen Schulen, die die Gotteslehre des Muhammad ibn Abdul Wahhab, das war die des Ibn Taymiyyah, die das nicht vertreten haben, für ihn waren das Ungläubige, Kuffars,
die bekämpft gehören. Wenn man sein berühmtestes Buch liest, Kitab al-Tawhid, das Buch des Monotheismus, er fängt schon an, schon am Anfang, zu meinen, dass der Prophet Mohammed entsandt wurde zu Menschen, die an Gott geglaubt haben, die gebetet haben, die gefastet haben, die fromm waren, aber die falsche Gotteslehre hatten, eine falsche Vorstellung von Gott hatten, und deshalb hat der Prophet sie bekämpft. Also er konstruiert eine völlig andere Geschichte des Wirkens Mohammeds, um zu begründen, warum er gegen Muslime vorgeht. Also seine Feinde, die er bekriegt hat damals, und er hat in der Tat auch Kriege begründet, Kriege auch geführt, beziehungsweise unter seiner Lehre wurden Kriege begründet damals. Es waren Muslime, die er bekämpft hat, also nicht Muslime, aber in seinen Augen waren das Nicht-Muslime, vom Islam abgefallen, weil sie die falsche Gotteslehre hatten. Es ist eine sehr naive Lehre eigentlich, die so gesehen keine Chance gehabt hätte, überhaupt zu überleben. Sein Vater, der Vater von Muhammad ibn Abdul Wahhab, war ein angesehener Gelehrter. Auch sein Bruder, sein älterer Bruder, war auch ein angesehener Lehrer. Sein Vater hat selber, also es gibt Äußerungen, die dokumentiert wurden über von seinem Vater, wo sein Vater selber nichts gehalten hat von den Aussagen seines Sohnes, und er hat ihn immer zurückgehalten, dass er sich äußert. Mohammed ibn Abdul Wahhab konnte sich nur dann entfalten, als sein Vater gestorben ist. Dann hat er angefangen, seine Lehre zu verkünden. Sein älterer Bruder hat zwei Bücher geschrieben, um die Lehre von Mohammed ibn Abdul Wahhab zu widerlegen. Er hat sich sogar über ihn lustig gemacht. Es gibt eine berühmte Aussage seines Bruders, wo er sagt, der Islam hat 5 Säulen, aber für meinen Bruder Mohammed ibn Abdul Wahhab, der Islam hat 6 Säulen. Die 6. Säule ist, man muss meiner Interpretation des Islams folgen. Also er sagt, mein Bruder ist sehr exklusivistisch. Wer nicht den Islam so verstanden hat, wie er ihn verstanden hat, dieser Abdul Wahhab, ist kein Muslim. Und in der Tat, Mohammed ibn Abdul Wahhab schreibt das auch so. Also er schreibt in der Tat so. Also wer den Islam irgendwie anders interpretiert als seine Interpretation, ist ein Ungläubiger, und der gehört bekämpft. Und deshalb gab es viele viele Kriege damals, Kämpfe in dieser Region, begründet durch seine Lehre. Aber der Hintergrund war wiederum ein politischer. Dieses Politikum hat Mohammed ibn Abdul Wahhab nicht interessiert. Aber die ersten Gründer des saudischen Staates, die haben mit ihm eine Koalition geschlossen. 1745, es gibt einen berühmten Vertrag 1745 zwischen Mohammed ibn Abdul Wahhab und der erste Gründer des saudischen wie immer man sie nennt jetzt, Herrschaft oder Familie oder Staat. Auf jeden Fall, diese Koalition, also die hat mehr oder weniger ihre Gültigkeit bis heute, auch wenn der saudische Staat heute sich sehr stark liberalisiert in religiöser Hinsicht. Das Saudi-Arabien heute ist keineswegs Saudi-Arabien vor 5 Jahren, muss man auch fairerweise das dazu sagen. Also das Land öffnet sich und lockert auch vieles an religiösen Auslegungen. Nur für uns ist wichtig, nur zu wissen, dass diese Koalition zwischen den Machthabern damals, die den Anspruch gestellt haben, sie wollten die Macht haben, ein Land, Saudi-Arabien, einen Staat gründen. Seine Lehre war hilfreich, weil mit seiner Lehre könnten sie alle ihre Gegner auch religiös bekämpfen. Denn jeder, der nicht Mohammed ibn Abdul Wahhab folgt, es ist ja ungläubig, gehört bekämpft. Das war eine willkommene Lehre, um damit Saudi-Arabien, also oder die Gründer der Saudi-Arabiens, die ersten Gründer, damit sie gegen ihre Gegner vorgehen und Krieg gegen sie führen. Aber das führte dazu, dass diese Lehre sich sehr stark etabliert hat im Zusammenhang mit dem saudischen Staat. Dieser Wahhabismus, der impliziert, dass 99% der Muslime keine Muslime sind, weil sie eben nicht dem Wahhabismus folgen und nicht den Koran so interpretieren, wie Mohammed ibn al-Wahhab interpretiert hat und so weiter. Ich will nicht auf Details eingehen, das ist auch nicht das Thema. Aber im 20. Jahrhundert gab es unterschiedliche Koalitionen zum Teil zwischen dieser Lehre und andere Strömungen, die entstanden sind im 20.
Jahrhundert, so dass wir heute eine Bandbreite an verschiedenen Gruppierungen innerhalb dieser Szene, und die sammelt man heute unter dem Sammelbegriff Islamismus. Also wenn wir heute Islamismus sagen, meinen die meisten, dabei gibt es bei keinem dieser Begriffe Einigkeit, was genau damit gemeint ist. Aber in der Regel meint man heute, wenn man sagt Islamismus, ein Oberbegriff für all diese Strömungen, sei es jetzt salafistische Strömungen, dschihadistische, politische Strömungen des Islamismus, also des Islams, was immer. Also ist ein Oberbegriff für all das. Was die alle gemeinsam haben, ist eine Sache, und zwar, dass sie alle im Anstreben, im Namen Gottes, eine religiös legitimierte Gesellschaftsordnung zu errichten oder eine Staatsordnung zu errichten. Die streben alle eine Islamisierung ihrer jeweiligen Gesellschaft oder Islamisierung der ganzen Welt, wenn manche diese Utopie haben. Also begründet, unterschiedlich begründet und mit unterschiedlichen Mitteln. Manche mit Gewalt, manche ohne Gewalt, manche sprechen von Kalifat, manche sprechen von einem islamischen Staat, manche sprechen von dem Dogma des Wahhabismus, des Salafismus, andere sprechen nicht von Dogma des Salafismus, sondern des Dschihadismus. Es sind unterschiedliche Wege dahin, aber sie treffen sich alle mit demselben Ziel. Wir wollen eine Gesellschaftsordnung basierend auf den Islam einrichten. Das, was also der Oberbegriff so Islamismus das vermitteln will. Heute wird Islamismus in der Tat, also in der Regel, so verstanden als Sammelbegriffe all diese eher negativen Auslegungen, negativen Strömungen, besser gesagt, negativen Strömungen und Gruppierungen innerhalb des Islams. Salafismus ist also basiert auf diese Ideologie des Wahhabismus eigentlich, aber man, also sie nennen sich ungern Wahhabismus. Warum? Weil Wahhabismus suggeriert, die Lehre geht auf einen, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und das, so wollen sie sich nicht bezeichnen, weil das gibt nicht die Legitimation, dass das auf den Gründervater des Islams, also auf den Propheten und die erste Generation zurückgeht. Und deshalb nennen sie sich heute lieber Salafisten oder Salafiten, besser gesagt. Das Wort Salaf, Salaf bedeutet die Altvorderer. Das sind der Prophet und die ersten zwei Generationen, also die erste und zweite Generation des Islams. Warum? Weil sie von einer Utopie ausgehen, dass da der Islam in seiner reinsten Form vertreten war. Und sie geben sich heute die Legitimation, indem sie sagen, wir sind in der Tradition dieser Menschen von damals, die den Islam in seiner reinsten Form vertreten haben. Und deshalb vertreten wir den Islam genau in dieser reinsten Form. Und deshalb beanspruchen wir, diejenigen zu sein, die den Islam richtig verstanden haben, wie der Prophet Mohammed und seine Gefährten ihn richtig verstanden haben. Wir sind in dieser Tradition. Alle anderen Muslime haben den Islam nicht so richtig verstanden, weil sie sich nicht auf diese Tradition Mohammed, seine Gefährten, berufen. Und deshalb sind sie mehr oder weniger nicht Muslime, je nach Schule. Also es gibt auch innersalafitisch unterschiedliche Schulen. Aber daher kommt der Name, und das ist eine Art Selbstlegitimation. Natürlich, ich habe das ja extra gesagt, eine utopische Vorstellung, eine konstruierte Vorstellung der Geschichte, weil wir wissen in der Geschichte, dass die erste und zweite Generation so sie waren keine Engel, sondern es gab viele Kriege. Kurz nach dem Tod des Propheten gab es Kriege zwischen seinen Gefährten, die dazu geführt haben, dass mehrere Tausend sich gegenseitig umgebracht haben, wo es nur um die Frage der Macht geht. Also wer hat die Macht, wer soll das Kalifat übernehmen? Es gab viele Kriege, also innerislamisch, zwischen den Gefährten des Propheten selbst. Die waren auch nur Menschen und manche von ihnen haben nach Macht angestrebt. Also so eine heile Welt war es nicht, wie die Salafisten versuchen, das zu suggerieren.
Aber das wird verdrängt. Also dieses Kapitel, all diese Kriege und Auseinandersetzungen zwischen den Gefährten des Propheten, das wird verdrängt, um von einer Utopie zu leben, zu meinen, das waren alle Menschen, die den Islam in seiner reinsten Form verstanden und vertreten haben und in deren Tradition stehen wir. Und deshalb sind wir die besseren Muslime oder die einzigen Muslime, wie gesagt, je nach Schule. Jetzt, was für uns heute wichtig ist und aktuell ist, komme ich zu den aktuellen, so in den letzten 10 Minuten, Zeit vergeht schneller als einem lieb ist leider, die letzten Entwicklungen, auch in Österreich, auch diese ganze dschihadistische Szene oder Menschen, die andere umbringen und so weiter. Wir haben jetzt unterschiedliche Phänomene. Wir haben die dschihadistische Szene oder Menschen, die bereit sind, mit Mitteln der Gewalt entweder die Gesellschaft islamisieren zu wollen, indem man andere eliminiert, die Nicht-Muslime. Man versucht, andere einzuschüchtern, die Gesellschaft auch zu beunruhigen, zu beängstigen mit Mitteln der Gewalt. Also das ist die dschihadistische Szene. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen. Man darf das alles nie in einem Topf schmeißen und sagen, ja, Dschihadisten in Indonesien sind dieselben in Ägypten oder in Palästina oder hier in Europa. Es sind unterschiedliche Gruppierungen da und dort. Aber alle haben gemeinsam, wenn wir von Dschihadisten sprechen, dass sie mit Mitteln der Gewalt sich legitimieren, versuchen, ihre Ideologie durchzusetzen in der jeweiligen Gesellschaft. Aber die Gruppierungen sind unterschiedlich und sind anders. Das ist das eine Phänomen. Was dahin, das ist, ja, lassen wir das. Also auf der einen, also das eine Phänomen, auf der einen Seite Dschihadismus. Und wir haben das andere Phänomen, der versucht, die Gesellschaft zu verändern, nicht mit Mitteln der Gewalt, nicht unbedingt mit Mitteln der Gewalt, aber man will die Gesellschaft genauso, jetzt wie die Dschihadisten, das Ziel, also nicht die Methode, nicht also der Weg dahin, das endgültige Ziel. Erinnern Sie sich, was ich gesagt habe zum Thema Islamismus als Oberbegriff. Man will die Gesellschaftsordnung islamisieren, nach dem, wie man selber den Islam verstanden hat. Aber auf einem friedlichen Weg, auf einem demokratischen Weg oder auf einem auf jeden Fall nicht gewalttätigen Weg. Aber Frage der Macht steht im Vordergrund, also Frage der politischen Macht steht im Vordergrund. Und deshalb in dem Fall spricht man hier von politischem Islam. Und deshalb werden die Muslimbruderschaft wird fast in bei der Mehrheit von den Experten, Forschern, die zum Thema ist Muslimbruderschaft gearbeitet haben oder arbeiten, werden sie als die ersten Anhänger des politischen Islam bezeichnet. Sie werden mit dem Begriff politischer Islam auch bezeichnet, weil sie, wie gesagt, an die Macht wollen und die also anders als jetzt zum Beispiel Wahhabismus. Mohammed ibn Abdul Wahhab hat nie die Frage der Herrschaft angestrebt. Also ich will jetzt herrschen, sondern ich will, dass alle meiner Ideologie folgen. Aber ob der Herrscher jetzt ich bin oder ein anderer, das hat ihn nicht interessiert. Und deshalb gibt es innerhalb des Salafismus heute auch unterschiedliche Gruppierungen, auch politische, aber auch nicht politische, puristische. Ich gehe nicht auf Details jetzt ein. Aber was jetzt wichtig ist, ist Folgendes. Alle verfolgen eine gleiche Ideologie, und zwar eine, die Nicht-Muslime als ein Feindbild sehen. Wir müssen diese Nicht-Muslime entweder muslimisch machen oder beseitigen, eliminieren, entweder physisch oder geistig. Das ist so in einfachen Worten jetzt ausgedruckt. Das ist so der ideologische Hintergrund hinter all diesen unterschiedlichen Bewegungen. Weshalb man heute auch spricht von der ideologischen, von den ideologischen Grundlagen des Terrorismus. Was nicht heißt, dass ein Anhänger des politischen Islam in Europa unbedingt ein Terrorist sein will oder ein Terrorist ist, aber sein Gedankengut, dass er
sehr stark antiwestlich, eine antiwestliche Ideologie oder eine Ideologie, die gegen Nicht-Muslime stark ist, sich selbst als der bessere Mensch sieht, anstrebt, die Gesellschaft, wie wir gerade gelesen haben oder gehört haben von Hassan al-Banna, dass er sagt, wir erkennen keine Regierungen an und wenn dann nur temporär, bis wir dann selber an die Macht gekommen sind oder an die Macht kommen. Das ist eine antidemokratische Haltung, weil auch Demokratie wird nur als Mittel zum Zweck verwendet, wie Aussagen, dokumentierte Aussagen von Erdogan, wo er sagt, wir brauchen die Demokratie nur, um an die Macht zu kommen. Aber eigentlich wollen wir die Demokratie nicht. Sie ist nicht das Ziel. Sie ist nicht das, also das sind nicht unsere Werte, aber das sind die Mittel, Mittel zum Zweck. Das ist das, was der politische Islam ausmacht. Jetzt, wir haben eine lange Diskussion in Österreich, eigentlich eine konstruierte Diskussion, denn wie gesagt, fast jeder, der sich mit Muslimbrüderschaft auseinandersetzt, spricht vom politischen Islam. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele von heutigen, also von Menschen, die sich heute öffentlich äußern, kritisch äußern zum Begriff des politischen Islam. Also Professor Rüdiger Lolka von der Uni Wien, der hat sich ja vor ein paar Tagen kritisch geäußert zum Begriff politischer Islam. Das hat er auch auf einer Tagung der Islamischen Glaubensgemeinschaft im vorigen Jahr auch getan. Und er meint, dass man das wissenschaftlich ja nicht braucht. Lesen Sie sein Buch über Salafisten und schauen Sie, wie oft er selber das Wort oder den Begriff politischer Islam verwendet. Er verwendet ihn mehrfach, sogar auf dem Klapptext des Buches übrigens gibt es den Begriff, aber drinnen finden Sie den politischen Islam. Er selber verwendet ihn, um was zu bezeichnen? Um die Muslimbrüderschaft zu bezeichnen. Mehrfach im Buch kommt immer wieder der Begriff politischer Islam, also Muslimbrüderschaft. Das heißt, er selber verwendet das, deshalb ich bewerte seine Aussagen, wenn er sagt, dass der Begriff ist nicht brauchbar und so, eher politisch motiviert heute in einem bestimmten Kontext und wenig als wissenschaftliche Aussagen, weil er sich selber ja widerspricht. Das gilt genauso, wie der jetzt auch in Visier der Justiz, glaube ich, genommen wurde oder auf jeden Fall in dieser Razzie, von dieser Razzie betroffen wurde, wie ich das aus den Medien mitbekommen habe, der Farid Hafez, der selber sich jetzt kritisch äußert, aber selber ein Buch geschrieben hat über muslimische Gelehrte also muslimische Gelehrte, die sich ja auch für Politik oder Bereich Politik im Islam geäußert haben. Er schreibt ein Buch darüber, dass er selber, ich glaube 2014, schreibt er, dass das als Lehrwerk für die zukünftigen Lehrer sein soll, für die zukünftigen Lehrer für den islamischen Religionsunterricht und der selber verwendet den Begriff politischer Islam, um die Muslimbrüderschaft zu bezeichnen. Und er sagt, Hassan al-Banna ist der also Begründer der Muslimbrüderschaft und gilt als der Gründervater des politischen Islams. So in etwa schreibt er über Hassan al-Banna, das ganze Kapitel über Hassan al-Banna, Gründervater der Muslimbrüderschaft. Und er verwendet den Begriff. Es gibt etliche andere Beispiele von anderen Personen auch, die heute meinen, nie von dem Begriff gehört zu haben oder den Begriff nicht zu kennen, die selber ihn mehrfach verwendet haben. Das heißt, es geht momentan nicht wirklich um eine sachliche Auseinandersetzung, weil im englischsprachigen Raum, wenn Sie in einer Maske geben, so eine Suchmaske, eine wissenschaftliche, dann werden Sie Tausende, nicht Hunderte, Tausende von Artikeln, von Fachartikeln finden, die den Begriff verwenden und sich auseinandersetzen mit dem politischen Islam. Im Arabischen genauso wie auch im Türkischen. Im Arabischen gibt es Bücher aus den 80er Jahren mit dem Titel Politischer Islam, um sich mit dem Muslim, mit der Muslimbruderschaft auseinanderzusetzen, aus den 80er Jahren. Deshalb, wenn wir jetzt eine Pseudo-Debatte führen jetzt über den Begriff des politischen Islam, wir machen uns alle lächerlich endlich, weil egal, wo man sich damit befasst hat, Forscher haben längst schon den Begriff verwendet. Diejenigen, die heute den Begriff kritisieren, haben selber verwendet.
Was ist jetzt damit gemeint? Jetzt, ich komme auf eine knackige Definition, und das ist die Definition der Dokumentationsstelle für politischen Islam, die wir verwenden in der Dokumentationsstelle. Politischer Islam ist eine Herrschaftsideologie. Das ist wichtig. Es geht um eine Herrschaftsideologie. Eine Ideologie und eine, die herrschen will. Das heißt, mit Mittel der Repression sich auch durchsetzen will. Eine Herrschaftsideologie, die anstrebt, die Gesellschaft umzugestalten nach solchen Werten und Normen, die in den Augen ihrer Anhänger als islamisch angesehen werden, aber sie stehen im Widerspruch zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Freiheitlich-demokratische Grundordnung ist eher ein deutscher Begriff. In Österreich würden wir sagen, sie stehen im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Prinzipien, zu Menschenrechten oder zu demokratischen Grundwerten. Das ist das, was der politische Islam ausmacht. Er strebt die Umgestaltung der Gesellschaft nach seinem Verständnis, also nach diesem, wie er den Islam versteht, aber als eine Herrschaftsideologie. Und das macht der politische Islam gefährlich. Der politische Islam oder die Muslimbrüder jetzt zum Beispiel in Europa, in Österreich oder in Deutschland sind nicht in einen Topf zu stellen, zu schmeißen mit den Muslimbrüdern in Tunesien oder in Ägypten oder in Palästina. Das muss man auch differenzieren. Deshalb unsere Definition betrifft des politischen Islams hier in Österreich, gilt genauso wie Deutschland. Gilt weniger zum Beispiel für Ägypten, wo es bestimmte Strömungen innerhalb der Muslimbrüderschaft in Ägypten, die mit Mitteln der Gewalt versuchen, an die Macht zu kommen. Aber die Muslimbrüder hier in Österreich, wie in Deutschland, die bekennen sich gegen Gewalt, zumindest nach außen. Nach innen wissen wir wenig darüber, weil das ist auch etwas, was in der Forschung auch, worauf hingewiesen wird in der Forschung, auf die Methoden der Muslimbruderschaft in Europa beziehungsweise in Ländern, wo sie verfolgt werden beziehungsweise als eher eine negative Ideologie gesehen werden, wo sie sich dann nicht dazu bekennen, also bekennen sich nicht zu Muslimbruder. Wenn sie einem sagen, sie sind Muslimbruder und ich weiß das und jemand hat es mir, ein Insider hat es gesagt oder ein Aussteiger und sie weiß und wird sie verklagen und er gewinnt die Klage, weil man das nicht schwarz auf weiß belegen kann in der Regel. Das ist eine Methode von den Muslimbrüdern. Das ist schwer, das Ganze zu durchschauen. Jetzt, die österreichische Regierung hat etwas erkannt, was ich in meinen Augen würde ich sagen, die wenigsten Politiker in Europa das erkannt haben. Und zwar, dass die Ideologie, von der ich jetzt die ganze Zeit rede, also diese gegen muslimische Ideologie, anti-westliche Ideologie, dass diese Ideologie, die auch anstrebt, als eine Herrschaftsideologie auch die Gesellschaft umzugestalten nach ihrem Verständnis, was Islam ist, diese Ideologie, auch wenn sie nicht gewalttätig ist, sie ist deshalb gefährlich, weil sie die Gesellschaft polarisiert, spaltet, suggeriert, dass die europäischen Gesellschaften, europäischen Regierungen das Feindbild der Muslime ist. Das muss nicht in Gewalt münden, das muss nicht zu Gewalt führen. Aber diejenigen, die sich radikalisieren, aus egal welchen Gründen, auch biografischen Gründen, die rekrutieren auf diese Ideologien. Also diese Ideologien füttern sie, auch wenn diese Ideologien jetzt nicht unmittelbar, also ihre Anhänger nicht unmittelbar jetzt für Gewalt aufrufen. Und das ist der Hauptunterschied zwischen Dschihadismus und politischen Islams. Also die Methode ist keine gewalttätige politische Islam hier in Europa. Wie gesagt, nicht in Ägypten oder woanders. Hier in Europa, sie rufen nicht unmittelbar zur Gewalt auf, aber die Ideologie kann genutzt werden von Menschen, die aus anderen Gründen jetzt wo andere Ursachen begünstigen, dass sie radikalisiert werden, sie rekrutieren auf diese Ideologie. Das heißt, wenn wir jetzt
Wir haben es jetzt in Wien gesehen und da trenne ich also ganz klar zwischen jetzt diesem Attentäter und dem politischen Islam. Der Attentäter gehört zu einer dschihadistischen Szene, auch IS, und das ist was anderes als der politische Islam, von dem wir jetzt reden, diese Herrschaftsideologie. Er ist das Endglied einer Kette, also der führt was aus. Wo sich beide treffen, ist am Anfang in der Ideologie, die als Grundlage für eine Radikalisierung dienen kann. Diese antiwestliche Ideologie, eine Ideologie, die gegen Nicht-Muslime sich richtet, eine Ideologie, die letztendlich das anstrebt, was wir vorhin von Hassan al-Banna gehört haben. Und deshalb müssen wir genauso auch diese Ideologie bekämpfen. Und am besten, wenn Muslime selbst das in der Hand nehmen. Und zwar indem man in den Moscheegemeinden im islamischen Religionsunterricht sich dafür einsetzt, Menschen aufzuklären über den Islam, also ein aufgeklärtes Bild des Islams im Sinne von also der Betonung der Pluralitätsfähigkeit, dass der Islam also sich nicht als eine bessere Religion sieht als andere oder eine bessere Religion als andere Weltanschauung oder dass der Muslim ein besserer Mensch ist als andere, sondern dass man diese Pluralitätsfähigkeit auch bei jungen Menschen prägt. Ich muss nicht mich als einen besseren Menschen als mein Nachbar sehen, damit ich ein guter Muslim bin, sondern mich macht aus zu einem guten Muslim, dass ich meinen Nachbarn genauso würdige und anerkenne, unabhängig von seiner religiösen oder weltanschaulichen Zugehörigkeit. Also ich sehe, also der beste Kampf, weil es eher ein ideologischer Kampf eigentlich, der beste Kampf gegen Radikalisierung beginnt, wenn die Muslime selbst in den Moscheen, im Religionsunterricht junge Menschen aufklären. Da müssen wir das Gottesbild, das Menschenbild reflektieren, die Zugänge zum Koran reflektieren, die Frage nach Umgang mit Nicht-Muslimen auch neu reflektieren und viel, viel mehr Fragestellungen. Ich schaue auf die Uhr zwischendurch. Ich sehe, dass ich jetzt eine ganze Stunde geredet habe, statt drei Viertelstunde. Da gibt es einiges noch zum Thema zu sagen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir in die Diskussion dann hineingehen und ich ergänze das eine oder andere. Oder Sie fragen mich, wenn etwas noch fehlt oder Sie sich informieren wollen, noch mehr über das ein oder andere, damit wir ins Gespräch kommen. Ich entschuldige mich bei Ihnen, dass ich viel länger geredet habe als ursprünglich geplant. Aber es gibt sehr, sehr viel zum Thema zu sagen, auch Politisches zum Thema zu sagen. Ich habe nur versucht, so einen Abriss zu geben, wie man Dschihad also mit dem Koran begründen kann oder auch nicht, je nach Lesart, wie die Entwicklungen so in groben jetzt im 20. Jahrhundert, warum dieses Vakuum das Ende des Kalifats dazu geführt hat, dass die ersten Islamisten oder islamistische Bewegungen entstanden sind, die bis heute noch in Form der Muslimbruderschaft stark vertreten sind. Es gibt andere Lücken, die entstanden sind. Ich bin nicht eingegangen auf den Panarabismus und den Sechstagekrieg 67, also als die Araber damals den Krieg gegen Israel verloren haben, wo noch mehr Vakuum entstanden wurde und entstanden ist und die Islamisten dann noch mehr Raum bekommen haben. Das sind viel mehr Details dazu, die dazu geführt haben, dass heute der politische Islam sehr also gestärkt wurde. Das sind politische komplizierte Namen, aber ich denke, wir bleiben lieber in Österreich oder in Europa. Das hilft uns mehr heute, als dass man sich in der Geschichte verliert. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Ich entschuldige mich auch bei Ihnen, lieber Herr Lesacher, für Ja, überziehen. da gibt es nichts zum Entschuldigen. Das war so, so spannend, dass niemand auf die Uhr geschaut hat. Vielen, vielen Dank für diesen Durchgang, der in jeder Hinsicht sehr aufschlussreich war. Also die drei Schritte Koran, dann die Entstehung der islamistischen Strömungen im 19. oder 18. bis 20. Jahrhundert und die heutige Situation. Ja, und Sie haben angedeutet, dass vieles, vieles noch mehr zu sagen gäbe. Ich verstehe das als Einladung, wieder einmal so eine Online-Veranstaltung zu machen, die ja für alle Beteiligten auch leichter ist. Aber wir bleiben jetzt beim heutigen Thema.
Ich bitte, wie einfach schon gesagt, um Fragen per Chat, möglichst knapp, damit ich nicht ganz den Überblick verliere. Ich muss leider dann so ein bisschen hinschauen auf den Computer, dann schaue ich so unvorteilhaft aus. Also das müssen Sie mir nachsehen. Ich höre jetzt als erstes zweimal bitte noch mehr Worte zur Scharia. Ich glaube, das ist auch wichtig, eben weil der politische Islam ja auch genau mit dem argumentiert und Sie und viele andere eben den muslimischen Glauben auch anders, ganz anders ansetzen. Ich glaube, das bin ja, darf ich das gleich einmal hingeben. Ja, vielen Dank auch für die Frage. Das Wort Scharia ist ein arabisches Wort, bedeutet damals im arabischen Gebrauch der Weg zur Wasserquelle. Also wenn die Menschen hingegangen sind zum Wasserbrunnen, hat man den Weg dahin als Scharia bezeichnet und dann übernommen jetzt in die islamische Jurisprudenz. Man meinte eigentlich am Anfang Scharia als Weg zu Gott. Also Gott ist die Quelle und deshalb ist es der Weg zu Gott. Und dann war die Frage, was macht der Weg zu Gott aus? Interessanterweise, das Wort Scharia, so wie wir ihn heute kennen, also es gibt in einer ein bisschen umgewandelten Form in Koran, also Shira, wo es heißt, für jeden von euch, also jede Glaubensgemeinde hat ihren eigenen Weg, so heißt das, also jeder hat eine eigene Shira, also nicht Scharia, sondern Shira. Aber das Wort kommt nicht so im Koran vor, wie wir den heute kennen, so als juristisches Schema, das alles beschreibt mit Paragraphen oder mit also klaren Aussagen, was wo wann zu tun ist. Auch in der prophetischen Tradition, in der Sunna, finden wir den Begriff Scharia so nicht. Was ist Scharia eigentlich? Also wenn er so nicht definiert ist im Koran. Ich kann mich erinnern, einmal wurde ich gefragt, ja, können Sie uns sagen, wo die Paragraphen der Scharia im Koran stehen. Und die Frage bekomme ich so oft und dann sind die Menschen schnell enttäuscht, wenn ich sage, tut mir leid, es gibt keine Paragraphen im Koran über Scharia. Das, nicht einmal das Wort kommt so vor, wie wir ihn heute verstehen, wie wir es heute verstehen. So. Aber heute versteht man unter Scharia die Auslegungen der jeweiligen Gelehrten im jeweiligen historischen Kontext, wie sie den Islam auslegen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben es ja mitbekommen, in Saudi-Arabien war es verboten, dass Frauen Auto fahren. Und die Gelehrte haben das religiös begründet. Sie haben gesagt, ja, die Religion würde das verbieten, die Scharia verbietet das. Jetzt hat sich die Situation geändert, ja, politisch, man will das Land modernisieren und so weiter. Jetzt kommen die Gelehrte und sagen, nein, die Frauen sollten doch Auto fahren dürfen. Das erlaubt die Scharia. Viele Sachen haben sich geändert. Demokratie. In einigen Ländern wird man ihnen sagen, nein, das widerspricht der Scharia. Indonesien, das größte islamische Land überhaupt, da wird man ihnen sagen, natürlich ist Demokratie steht in Harmonie mit dem Islam. Im Gegenteil, Theokratie widerspricht. Und das ist alles Scharia. Die Muslime in Europa haben andere Fragen. Hier gibt es Antworten, dort andere Antworten, unterschiedliche Schulen. Das heißt, es gibt nichts, was Scharia heißt, was so vom Himmel gefallen und wir machen auf und sagen, das ist Scharia-Gesetze, sondern ist die Summe der Interpretationen der jeweiligen Gelehrten. Und die widersprechen sich, je nach Kontext. Die Gelehrten können sich selbst widersprechen, wenn sich die Situation verändert. Und deshalb ist es ja kein göttliches Gesetz, wie manchmal vermittelt wird, sondern eigentlich ist ein menschliches Konstrukt, also das, was Menschen interpretieren und auslegen. Und je nachdem kommen manche zu diesem Ergebnis, andere zu diesem. Deshalb haben wir unterschiedliche Schulen auch innerhalb des Islams. Das heißt, auch diejenigen, die sagen, ich will die Scharia und ich will die Scharia einsetzen, und wenn man es fragt, ja, was meinst du konkret, kommen andere Antworten als jemand anderer oder als der andere muslimische Nachbar. Ein letzter Satz dazu. Ich finde es auch wichtig, weil ich kenne viele empirische Studien, die fragen Muslime, für dich das Grundgesetz wichtiger oder die Scharia? Und manche Muslime, also vor allem für Laie, ist das Thema, also ist der Begriff kein Thema. Also viele Laie, wenn sie nicht Theologen sind, die verstehen unter Scharia, dass ich an Gott glaube oder dass ich
bete, dass ich im Ramadan faste, dass ich ein guter Mensch bin. Punkt. Die denken gar nicht, also ich kenne viele Muslime, die wissen von gar nichts, also wenn wir jetzt sagen, oh, Scharia ist Körperstrafen und so, glauben Sie mir, dass die Mehrheit der Muslime nicht im Koran lesen und die Mehrheit der Muslime wissen nicht, was da im Koran steht, ob da Körperstrafen drin stehen oder nicht stehen. Das heißt, als normaler Muslim, so von der Straße, so, die erste Assoziation mit Scharia ist nicht diese, was wir damit assoziieren, so menschenfeindliche oder Dinge gegen Menschen, die Menschenrechte und so weiter. Auf jeden Fall nur allerletzter Satz dazu. Ich habe ein ganzes Buch zum Thema Scharia geschrieben, wo ich dann plädiere, diesen Weg zu Gott mehr im spirituellen und im ethischen Sinne zu verstehen. Was mich in Gottes Nähe bringt, ist nicht, ob ich jetzt zum Beispiel mit der rechten Hand trinke oder mit der linken Hand, wie manche sagen, oh, die Scharia verbietet, mit links zu trinken und so. Das interessiert Gott alles nicht. Es interessiert ihm, wie ich zu meinen Mitmenschen bin. Also was bezeuge ich mit meinem Glauben, also mit welchem Charakter, mit welchem Handeln, auf das kommt es an. Und das ist mein Verständnis von Scharia. So, jetzt habe ich eine ganze Menge substanzieller Fragen. Jetzt muss ich Sie bitten, auch knapper zu antworten. Gleich okay. Eine dazu. Unterschied von Scharia und Fatwa. Also Fatwa ist das, was jetzt ein Gelehrter oder eine Gelehrteninstitution einfach als, also in einem, zu einem bestimmten Sachverhalt als eine Art Rechtsgutachten veröffentlicht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel fragen, also Scharia ist umfassend, also wie diejenigen, die Scharia sagen, meinen Sie ein ganzes juristisches Schema, das alle Lebensbereiche umfassen soll. Aber ein Fatwa bezieht sich auf einen Sachverhalt. Zum Beispiel, wenn gefragt wird, wie ist es im Ramadan, wenn die Sonne um 22 Uhr untergeht, dürfen wir uns nach Mekka richten, dass wir nur bis 18 Uhr fasten. Dann kommen Fatwas, also ein Rechtsgutachten von zum Beispiel offizielles Fatwa aus Ägypten, Kairo sagt, ja, man darf nach sich orientieren nach Mekka, wenn man nicht kann, man muss nicht bis 22 Uhr fasten. Das wäre eine Fatwa, so betrifft einen Sachverhalt nur. Dann eine zweite begriffsbezogene Frage, Abrogation, ob Sie das noch kurz genauer erklären könnten. Abrogation, mit Abrogation, arabischen Nasch bedeutet, also so wie es verwendet wird, das bedeutet, dass spätere Verse die früheren aufheben. Also wenn zum Beispiel, es gibt einen Vers im Koran, da heißt es, wenn ihr zum Gebet kommt, kommt nicht betrunken, betet nicht, wenn ihr betrunken seid. Später gibt es einen Vers, der sagt, trinkt kein Alkohol. Jetzt kommen Gelehrte und sagen, ja, das andere hebt das andere auf, also das ist was Spätere, dass wir keinen Alkohol trinken, hebt das andere auf. Weil wenn gesagt wird im Koran, kommt nicht betrunken zum Gebet, impliziert das, ja, also man darf schon trinken, aber nicht beten, wenn man betrunken ist. Andere Gelehrte sagen, nein, das waren Stadien, unterschiedliche Stadien des Verbots und dann gilt das Letzte. Das ist Abrogation. Abrogation, das spätere Verse, frühere abheben. Manche Gelehrte vertreten diese These der Abrogation und manche lehnen das ab und sagen, es gibt keine Abrogation im Koran. Danke. So, jetzt zwei Fragen, die ich zusammenziehe. Wie weit gibt es in den österreichischen Moscheen und bei den Religionslehrern, wie stehen diese zur Aufklärung im Islam? Damit verbunden die Frage, welchen Stellenwert hat historisch-kritische Lesart des Koran im islamischen Religionsunterricht und den Koranschulen in der muslimischen Welt und in Österreich, also im Vergleich? Ja. Nochmal bitte die erste Frage vor der historisch-kritischen. Welche Rolle spielt die Aufklärung in österreichischen Moscheen und im Religionsunterricht, bei den Religionslehrern, besser gesagt? Ja. Ich meine, ich antworte die Frage zusammen. Natürlich, es hängt davon ab, was man unter Aufklärung jetzt versteht, aber ich verstehe schon vom Kontext jetzt unserer Sitzung, der das fragt, was ihm vorschwebt im Kopf. Also, dass man eine moderne, zeitgemäße so Lesart des Islams, inwieweit ist das jetzt vertreten, eben auch historisch kritisch, sich mit dem Koran auseinandersetzen. Ich kann also die Frage kann ich jetzt nur etwas also subjektiv beantworten, weil wir haben keine klaren Studien jetzt, die uns ganz klar zeigen,
Was wird unterrichtet in den Moscheen? Welche Curricula gibt es und was wird am Wochenende konkret unterrichtet? Aber aus Erfahrungen, die man selber, also in Gesprächen mit Menschen, die da dort unterrichtet wurden, Erfahrungen von vielen meiner Studierenden, kann ich auch sagen, dass also das insgesamt, also man darf nie pauschalieren, aber also es geht mehr in Richtung. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt noch immer in Richtung Verkündigung von absoluten Wahrheiten. Also man geht hin und man sagt, so ist das im Islam, alles andere darf man nicht. Also woran sehe ich das? In einem Punkt, dass meine Wenigkeit mit meiner Lesart des Korans, ich will mich um Gottes Willen nicht zum Maßstab machen, aber meine Wenigkeit und andere auch, die eher so etwas offenere Lesarten des Korans oder des Islams, die werden abgelehnt auch von den offiziellen Vertretern der Muslime. Nicht von der Bandbreite der Muslime. Ich hatte heute ein längeres Gespräch mit einer muslimischen Journalistin, die hat mich interviewt und dann im Anschluss hat sie mir gesagt, ja, aber wir sind zu viele junge Musliminnen und Muslime, die den Islam viel offener sehen als in vielen Moscheegemeinden. Aber wir fühlen uns nicht verstanden in diesen Moscheegemeinden. Wir brauchen eigene, die etwas offener sind. Und das höre ich sehr oft. Es gibt eine empirische Studie in Deutschland, repräsentative, unter anderem zu der Frage nach dem Bezug zur Moscheegemeinde, die zeigt, dass nur 23% der Angehörigen der zweiten und dritten Generation der türkischstämmigen Muslime also mindestens einmal in der Woche die Moschee besuchen. Aber 3/4 entweder weniger oder gar nicht. Und wenn man vergleicht mit der ersten Generation, war es 32% in dieser Studie. Also von 32%, 23%, zweite, dritte Generation. Also man merkt, die Kurve geht nach unten. Immer weniger junge Menschen haben Bezug zur Moscheegemeinde. Genau aus dem Grund, sie fühlen sich nicht beheimatet dort. Sie fühlen nicht, dass sie den Islam hören, wo sie sagen, damit kann ich auch in meiner Lebenswirklichkeit auch leben. Es gibt viel mehr dazu zu sagen, aber ich habe jetzt versprochen, nur kurze Antworten zu geben. Ja, es gibt, wie gesagt, wirklich viele und gute Fragen. Wie groß kann in etwa abgeschätzt werden, wie groß die Akzeptanz bzw. der Widerstand unter Musliminnen in Deutschland und Österreich gegenüber dem aufgeklärten Islam ist? Wie ist die offizielle Einstellung der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich? Also die Erfahrung, die ich mache, dass man hier stark unterscheiden muss zwischen so offiziellen Vertretern, manche etablierten Moscheegemeinden auf der einen Seite und die breite Bevölkerung unter den Muslimen. Wenn Sie die breite Bevölkerung unter den Muslimen sehen, zum Beispiel, es gab eine repräsentative Studie in Deutschland, eine andere, für Muslime in Deutschland. Und da war die Frage an Muslime, fühlen sie sich vertreten durch die muslimischen Verbände? Die ja gesagt haben, waren 20%. 80% sagen, nein, ich fühle mich nicht durch sie vertreten. Sie sprechen nicht für mich. Mein Islambild ist ein anderes. Das beantwortet ihre Frage. Das heißt, die breite Masse, die absolute Mehrheit der Muslime haben ein viel liberaleres Verständnis vom Islam als die großen Vertreter und die großen Gemeinden. Und das finde ich schade, weil das Ergebnis wird sein, genau das, was ich Ihnen gesagt habe, dass immer weniger Menschen Bezug haben werden zu Moscheegemeinden. Das ist nicht im Sinne der Gemeinden selbst eigentlich. Ja, eine Frage, die dazu passt. Wie werden offizielle Vertreter des Islam, zum Beispiel in Österreich, zu eben solchen? Und wer bestätigt sie dazu? Gibt es, also die Frage ist, nachdem es kein Papsttum gibt, also bei uns Katholiken ernennt der Papst die Bischöfe, gibt es etwas Vergleichbares? Das ist eine wichtige Frage, denn der Islam ist eigentlich eine viel individualisiertere Religion als das Christentum. Wir kennen keine Hierarchien eigentlich und keine Institutionen. Ich muss nicht Mitglied sein irgendwo, damit ich Muslim bin. Aber das System in Österreich, so ähnlich wie Deutschland, funktioniert anders. Also das ist auch etwas, was ich persönlich kritisiere, muss ich sagen, an die Strukturen. Weil man übernimmt so christliche Strukturen, sagt ja, der Staat ist religiös neutral, ein säkularer Staat. Das ist ja verständlich. Und deshalb
redet er mit Repräsentanten der jeweiligen Religion. Im Christentum klappt das, weil die Repräsentanten erstens, sie repräsentieren wirklich ihre Mitglieder und zweitens, sie sind ja theologisch interessiert, sie sind ja in theologischer Hinsicht, repräsentieren sie ja auch ihre Kirchen. Was ich jetzt kritisiere, wenn man das System jetzt nimmt und aufsetzt auf den Islam und sagt, ja, und wo sind eure jetzt Vertreter? Also wir reden nur mit den Organisierten, aber der Islam kennt das nicht. Das heißt, die Organisierten haben sich nicht aus theologischen Gründen organisiert, sondern aus politischen. Und damit stärkt man eigentlich diesen politischen Islam, der ja eigentlich Politik machen will und politische Agenden hat. Und deshalb hat er sich unabhängig von dieser Frage der Repräsentanz organisiert. Und man nimmt diese als Ansprechpartner für den Staat. Ich finde es wichtig, dass man nach anderen, also wäre wünschenswert, über seinen Schatten hinauszuspringen und zu überlegen, müssen wir nicht dem Selbstverständnis des Islams als eine eher individuelle Religion stärker gerecht werden, gerechter werden, indem wir sagen, statt diese Zwangsverkirchlichung, so ein böser Begriff jetzt von mir, Zwangsverkirchlichung des Islam, sollten wir nicht ein anderes Modell anstreben, wo zum Beispiel, was weiß ich, was Expertenkommissionen, die Vielfalt des Islams repräsentieren als Ansprechpartner für den Staat, damit der Staat säkular bleibt. Aber die sagen dem Staat, das gibt es und das gibt es und das gibt es und das gibt es im Islam, das und das und das ist vertretbar, so dass der Staat nicht selber für Muslime entscheidet, aber nicht jetzt irgendwelche politischen Gruppierungen für alle Muslime sprechen. Ja, jetzt nehme ich wieder zwei Fragen zusammen. Gibt es einen Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten in Bezug auf den politischen Islam? Und welche Rolle spielt Erdogan für den politischen Islam? Erdogan ist ja ein Paradebeispiel für den politischen Islam. Wenn man aus dem Islam ein Politikum macht, wenn man den Islam eigentlich instrumentalisiert, um Menschen auf emotionaler Ebene vor allem, wenn man ihnen suggeriert, ich bin euer Retter und ich bin euer Kalif und so weiter, um seine eigene Macht zu befestigen und um abzulenken von bestimmten negativen Entwicklungen, politischen wie wirtschaftlichen, im eigenen Land. Das ist ja ein Paradebeispiel für den politischen Islam. Zu der ersten Frage, Sunniten, Schiiten, es gibt sowohl innerhalb des Sunnitentums als auch innerhalb des Schiitentums sowas wie ein politischer Islam. Im Sunnitentum, das alles, was ich bis jetzt beschrieben habe, war das Sunnitentum, also Muslimbruderschaft zum Beispiel, das sind ja Sunniten, der Wahhabismus. Wahhabismus sogar hält die Schiiten für Ungläubige, hält nichts von ihnen. Aber wir kennen ja, dass die Entwicklung seit 1979 zum Beispiel nach der iranischen Revolution, dass da mit dem Islam auch ein Politikum gemacht wurde. Übrigens, ein wichtiger Punkt, jetzt betrifft alle, sunnitisch wie schiitisch, das habe ich vergessen zu sagen. Wir betonen wirklich und unterstreichen in der Dokumentationsstelle, dass politischer Islam nicht zu verwechseln ist mit dem politischen Engagement der Muslime. Und das habe ich mehrfach geschrieben, in der Furche, jetzt in der Presse gestern als Gastbeitrag. Also wenn Muslime sich engagieren, zum Beispiel für Umweltschutz, für Gleichberechtigung von Mann und Frau, für Solidarität mit Armen, mit Benachteiligten, das ist ja ein politisches Handeln. Das ist mehr als willkommen, das ist mehr als gewollt. Jede Religion hat diese, ist in diesem Sinne politisch, wie Christentum mit ihrer Sozialethik. Im Islam haben wir Ähnliches auch, so eine Art Sozialethik. Das ist erwünscht sogar. Das ist nicht politischer Islam. Politischer Islam, wie gesagt, ist eine Herrschaftsideologie, die Werten vertritt, die im Widerspruch zu den demokratischen Grundwerten stehen. Ja, eine Frage, die ein bisschen auch in die letzte hineinreicht. Sind Atip, Milli Görres, Gülen, muslimische Jugend religiöse oder politische Bewegungen? Ich möchte jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Frage nicht beantworten, aus einem Grund, weil wir in der Dokumentationsstelle das genau erforschen, gerade mittendrin dabei, auch also Studien da auszuschreiben, also das Ganze in Details zu erforschen, um genau zu definieren, bevor jetzt ich pauschal Aussagen mache, um genau zu definieren, wo steht jetzt Atip, wo steht jetzt Milli Görres. Wir wissen von Muslimbruderschaft definitiv, dass sie den politischen Islam
vertreten. Darüber gibt es viele Studien über Atip, Meligürisch und so, noch nicht so, um wirklich, damit man niemanden Unrecht tut, damit man nicht pauschaliert, niemand verdächtigt, der jetzt doch nicht dazu gehört, wäre ungerecht von mir jetzt, wenn ich jetzt Namen nennen würde, außer Muslimbruderschaft. Ja. Folgende Frage, können Sie etwas dazu sagen, inwiefern die Erfahrung von Ablehnung oder Geringachtung von Muslimen dem politischen Islam in die Hände spielt? Die Erfahrungen der Ablehnung, Nicht-Anerkennung, die spielen eine Rolle nicht nur für den politischen Islam, sondern auch für Radikalisierungsprozesse. Das wissen wir ja heute auch, dass junge Menschen, die das Gefühl haben, ich möchte anerkannt werden, ich möchte eine Zugehörigkeit in der Gesellschaft finden, aber ich fühle mich hier abgestoßen, und dann sucht er und dann findet er womöglich in andere Milieus, die ihm sagen, komm, bei uns bist du willkommen, so wie du bist, du kannst dich entfalten, bist anerkannt. Aber das alleine reicht nicht. Also es wäre ein fataler Fehler zu sagen, die Ursache von Radikalisierung ist die Diskriminierung in der Gesellschaft zum Beispiel oder das Gefühl, nicht anerkannt zu werden. Das wäre fatal, sowas zu behaupten. Aber wir können sagen, Diskriminierung kann unter bestimmten Umständen Radikalisierung begünstigen. Aber Radikalisierung ist ein multidimensionaler Prozess, hängt von vielen ab, unter anderem von biografischen, aber auch von der ideologischen Unterfütterung, nicht nur von der Biografie der jeweiligen. Dann eine weitere Frage. Hat die Europäische Linke, letztere unter Anführungszeichen, die Gefahr des politischen Islam unterschätzt? Definitiv, definitiv. Aus Naivität einerseits, also dass man der politische Islam wird von den Rechten kritisiert, von allen kritisiert, wir müssen sie verteidigen. Sie vergessen eine Sache. Der politische Islam, Muslimbruder, diese Islamisten, das sind unsere Rechten. Das sind die Identitären des Islams. Das sind die Linken eigentlich genauso bekämpfen sollten, diese Ideologien, die identitäre Ideologien. Aber aus Naivität einerseits, also dass man nicht weiß, dass man nicht durchschaut, gerade des politischen Islams, weil man sagt, ja, das sind ja doch nette Leute. Also wo ist das Problem? Weil seine Anhänger Doppelmoral haben und zwei Gesichter, eins nach außen und eins nach innen. Das ist das eine. Und es gibt auch bei manchen Linken, die einfach jegliche Opposition zur Gesellschaft oder jegliche Opposition zu der bestehenden Gesellschaftsordnung willkommen heißen, egal von wo er kommt, und deshalb solidarisieren sich mit jeglicher Opposition, egal welches Label sie hat. Aber die Linken definitiv haben das Problem nicht so erkannt. Ich bin sehr, muss ich dazu sagen, auch irritiert, dass in manchen Parteien, auch in Österreich, da und dort solche Tendenzen vertreten sind innerhalb der Parteien, jetzt ohne Namen zu nennen, damit keiner mich nach Namen fragt. Ja, dann habe ich eine Frage, die ich einmal ganz an den Anfang, zum Koran zurückführt. Ihre anfängliche Unterscheidung zwischen monologischem und dialogischem Verständnis des Koran erinnert mich ein bisschen an die Entwicklung im katholischen Glaubensverständnis im 20. Jahrhundert. Also im Anfang des 20. Jahrhunderts, 50 Jahre lang, war da auch eine extrem starke Auseinandersetzung auch im katholischen und ein Rückzugsgefecht eigentlich auch der Kirche. Gibt es da einen methodischen Austausch zwischen katholischen und islamischen Theologen? Ja, den gibt es, weil in der Tat diese Unterscheidung monologisch-dialogisch erinnert stark an die Unterscheidung im Zweiten Konzil, im Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen dem instruktionstheoretischen und kommunikationstheoretischen Modell der Offenbarung. Da haben wir genauso ähnliche Fragestellungen. Nicht, weil wir jetzt kopieren oder was immer, aber die Fragestellung ist dieselbe. Wie versteht man Offenbarung? Ist das ein Monolog oder ist das ein Dialog? Und in der Tat, also nicht alle, ich kenne muslimische Theologen, die jeglichen Austausch ablehnen. Manche wollen nur einen netten Dialog, manche mehr, manche weniger. Also ich will nicht pauschalieren, aber den gibt es. Also einen Austausch, den ich auch für wichtig halte, weil wir Muslime nicht alles neu erfinden müssen, sondern wir können ja profitieren auch von Erfahrungen anderer. Ja, aber es ist eben auch aus der eigenen Geschichte zu sagen, also es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich hier eine moderne Exegese halbwegs durchsetzen konnte. Das geht nicht von heute auf morgen. So ist das.
wie sollen wir den politischen, Entschuldigung, wie sollen wir mit dem politischen Islam am besten umgehen? Also wir also heißt jetzt wahrscheinlich die österreichische Mehrheitsgesellschaft oder auch als Christen, Christinnen. Ja, also wir müssen erstens ein Bewusstsein dafür schaffen, dass dieses Phänomen gibt überhaupt. Also ein Phänomen des politischen Islam, der nicht unbedingt gewalttätig ist. Also wir dürfen nicht so naiv sein und denken, wir müssen nur dann Alarm schlagen, wenn jemand mit einer Bombe in der Tasche kommt oder mit einer Pistole oder Maschinengewehr und sagen, oh, das ist das Problem. Natürlich ist das auch das Problem, aber das Problem hat Wurzeln. Und die Wurzeln fangen schon mit der Ideologie, dass das dazu geführt hat, dass der sich jetzt berechtigt fühlt, im Namen Gottes dies und jenes zu machen. Und das ist die Ideologie des politischen Islams auch, die spaltet, die antiwestlich ist, die gegen Reformen, die auch Reformer wie ich, auch innerislamisch, auch sie versuchen mit jeglichen Form zu diskreditieren und so weiter. Wir müssen ein Bewusstsein dafür haben, erstens, und zweitens Aufklärung. Und nochmal, Aufklärung ist die beste Lösung gegen das alles. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da müssen wir genauso auch die Muslime mit einbeziehen. Also so ein Problem, das ein islamisches ist, können wir alleine so von außen so nicht, also wir müssen nicht, können nicht Muslime von außen vorschreiben, ja, so müsst ihr den Islam verstehen oder so. Das ist eigentlich, wie gesagt, eine Aufgabe der Muslime selbst. Ich würde mir wünschen, dass die Muslime selbst das ernster nehmen, vor allem diejenigen, die nicht zum politischen Islam gehören, dass die aufschreien, sagen, wir haben so viele Möglichkeiten in Österreich, viel besser als in den meisten islamischen Ländern, aber dadurch, dass eher Anhänger vom politischen Islam da und dort für uns in unserem Namen sprechen, wird das Bild des Islams nach außen einfach verstellt. Also ein Beispiel nur, wenn die islamische Glaubensgemeinschaft jetzt leider sagt, wir wollen nicht kooperieren mit dieser Dokumentationsstelle politischer Islam. Ja, was glauben Sie, welches Signal hier entsendet wird in die Gesellschaft? Was denkt die Mehrheitsgesellschaft? Die wird denken, aha, also die islamische Glaubensgemeinschaft ist desinteressiert an Kampf gegen Extremismus, gegen ideologischen Extremismus. Also, oder sie haben was zu verbergen, oder sie haben was damit zu tun, oder, also schreiben ja auch welche auch in diese Richtung. Das kann man nicht nachvollziehen. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Warum, also, sendet man diese starken Signale, dass man es nicht ernst meint mit dem Kampf gegen Extremismus? Und die anderen Muslime müssen, die nicht organisiert, diese 80%, von denen ich geredet habe, die müssen laut und lauter werden und sagen, das sind nicht wir. Die reden nicht in unserem Namen. Wir wollen doch unsere Religion schützen vor jeglichem Missbrauch, für all diesen Ideologien, die unsere Religion in Misskredit bringt. Wir wollen, dass wir geschützt werden davor. Und deshalb finden wir gut, dass es eine Dokumentationsstelle gibt, die das alles erforscht, um uns besser aufklären zu können. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, ich habe alle Fragen gewissenhaft vorgetragen, gebündelt. Aufklärung kann primär durch Bildung geschehen. Sie sind nicht zufällig von Anfang an in Religionspädagogik tätig, in der Forschung und Umsetzung dieser Frage. Bildung ist auch jetzt heute geschehen. Wir haben, also ich sage es einmal von mir und ich denke, das geht anderen auch, unheimlich viel gelernt, viele Facetten des Themas vielleicht auch neu kennengelernt oder neu zuordnen können. Vielen, vielen Dank nach Münster. Dankeschön. Danke nach Wien. Vielen Dank. Ja. Auch vielen Dank für die vielen und wirklich kreativen Fragen. Ich habe auch dazu gelernt durch die Fragen und ich freue mich schon auf das nächste Mal und auf die nächste Begegnung. Ja, das freuen wir uns auch. Der Applaus ist leider in dem Fall eben virtuell nicht so gut hörbar, aber ich glaube, man sieht es ein wenig. Ich denke auch, dass es den Teilnehmenden zu danken ist, die, glaube ich, da wirklich auch intensiv dabei waren. Eben auch hat sich das an den Fragen gezeigt. Bevor ich Sie verabschiede, noch zwei Hinweise. Wir sind noch zweimal online in dem vor Weihnachten. Das ist nächsten Mittwoch, 25. November, ein Abend über Albert Camus mit Professor Johann Schelkshorn. Und am 2. Dezember ein Abend zu Ludwig van Beethoven als eigensinnigen Wegbereiter der Moderne. Das ist ungefähr so 15 Tage, 2 Wochen.
vor seinem wirklichen 250. Geburtstag einen Abend mit einem Cellisten, der eben aus der eigenen Musikererfahrung sprechen wird. Ja, das ist es jetzt einmal von unserer Seite. Ich bin froh, dass in der Akademie trotz allem Aktivität da sein kann, dass trotz allem spannende Abende wie der heutige möglich sind. Und noch einmal an Sie, Herr Professor Khurshid, für diese Spontanität, so kurzfristig zuzusagen, für diesen wirklich interessanten Abend. Guten Abend, schönen Abend noch. Und nach Münster noch vielen Dank. Ja. Dankeschön, alles Gute an alle. Dankeschön. Danke.